Meine Leute, Serpen hier. Ja, heute geht's um diese ganze Promi-Flash und Scheiße, wie sie einfach tote Promis ausnutzen, bis es nicht mehr geht, bis man es nicht mehr hören kann. Ja, Intro. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr 5 Minuten lang labert und dann die Datei abstürzt mit eurem fucking Aufnahmeprogramm? Ja, ich kenn's. Ja, ihr habt es schon im Intro gehört, ne? Heute geht's um hier Promi-Flash, Brigitte, wie die alle heißen, diese ganzen Boulevardmagazine, wie sie einfach alles ausnutzen, so, ob es jetzt sei, dass irgendein C-Promi oder irgendein Königin oder so wieder geworfen hat. Oder ob jetzt einer verreckt von denen, oder was ich auch letztens tatsächlich von meiner Mutter mitbekommen habe, statt anscheinend irgendwie das Bild oder so, das anscheinend hat Heidi Klum oder so wieder heiratet, so, ne? Und der Vater von der saß auf einem Steg. Und darüber schreibt anscheinend die Bild und ein Haufen andere Boulevardmagazine News. Oh mein Gott, der Vater von einem C-Promi, den ich überhaupt nicht kenne, saß auf einem Steg und er hat sogar was getrunken. Oh Gott! So, ich kann es mir halt schon richtig irgendwie in meinem Kopf so ausmalen, wie so diese 50-jährigen alten Weiber irgendwie in einem Café zusammensitzen, so, ne? Der Fluss ist schon seit 5 Jahren ausgetrocknet, aber ne? So, das eigene Leben auch komplett uninteressant, so. Aber einfach nur über andere Leute reden. So Promis, die kein Mensch kennt, außer irgendwie diese Typen, die Weiber halt, in dieser Bubble mit diesem ganzen Dschungelcamp, RTL, hilf mir. Alter, ey, oder? Promi Big Brother, kommen ja auch ein Haufen C-Promis her. Ich krieg's Kotz. So. Ne? Ey, man unterhält sich ja wirklich einfach herablassen über Personen, die man nicht kennt. Ich check's nicht. Warum macht man das? So, ist euer Leben so uninteressant, dass ihr einfach über andere Personen reden müsst? So, war fucking nochmal rum. Ich check's nicht. Ihr habt jedes andere Gesprächsthema gerade offen. Aber es geht immer so. Brigitte, hast du gehört? Die Heidi hat's mal wieder ficken lassen. Jetzt gibt's in 8 Monaten ein Kind. Und ich denke mir so, willst du mich verarschen? So, ne? Ich bekomme es aber irgendwie so beim Friseur oder so mit, ne? So, die Friseusen und so unterhalten sich auch gegenseitig so immer über irgendwelche Scheiße. Juckt mich nicht eigentlich. Ist immer so irgendwas Regionales, aber. Ich bekomme es mittlerweile bei diesen ganzen Jungen auch mit so. Oh, hast du gehört? Der Dieter, der hat mal wieder eine Frau geschlagen. Und ich denke mir so, wow, ich schlag auch Frauen, kriege ich dafür jetzt auch einen Award? So, ne? Warum? So, ich sitz da in meinem Drecksstuhl, will mir die Haare schneiden lassen. Und dann labern die über Scheiße. So, mir rollen sich die Zehennägel langsam hoch. Und die reden immer weiter über Dieter Bohlen und die ganze Ficke und dass er mal wieder irgendwas gemacht hat. So, warum? Warum machen Leute das? Es geht nicht in meinen Kopf rein. Wie kann ein Leben so uninteressant sein, dass man sich über andere Leute unterhalten muss? Es sind halt immer Berühmte irgendwie so, keine Ahnung, Dwayne The Rock Johnson und shit. Es ist halt, keine Ahnung, irgendein C-Promi, so gerade so aus der Promi Big Brother, Mülltonne gefischt, nochmal schön mit ein bisschen Make-up zugeballert, boom, Coverbild, kaufen sich schon jetzt 40, 50, oder ab und zu 30 oder 20-jährigen Frauen, bei denen nicht läuft, so überhaupt nicht, so, wo der Großteil von denen schon einen komplett trockenen Fluss hat. Nichts läuft mehr, so seit 20 Jahren nicht mehr vom Nudelholz durchdrehen lassen, so, aber trotzdem über so eine Scheiße labern. Ich check's nicht. Ich will mich so überhaupt nicht auf so eine Scheiße runterlassen, aber oh, ich bin gerade ein bisschen in Rage einfach.
So. Nee. Fuck it, ey. Ich komme immer noch nicht dahinter, wie man so hobbylos sein kann, um diese Scheiße abzuziehen. Und wer schreibt überhaupt so einen Scheiß? Das ist auch so ein Ding. Wer sitzt da hinter seinem Laptop, klimper, 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 und schreibt die Scheiße auf? Und dann gibt das so fucking Auswahlprogramme, wo die ganzen Artikel ausgewählt werden. Und die lassen das durch. So. Und wer kauft sich so eine Scheiße? Alter. Ich will mir jetzt auch gar nicht den Kopf drüber zerbrechen, ne? Naja, ne? Tschüss dann wohl, so, ne? Schön disliken, deabonnieren, die Glocke wieder entbümmeln und so, ne? Und wer dann Esel sieht, spricht mit ihm!